Ich begrüße ganz herzlich mal wieder die Industriemeister zu dem nächsten Thema. Und zwar wird es hier um die Festigkeit gehen. Das ist Aufgabe 6 aus November 11. Wir haben in der Aufgabenstellung zwei Bleche, die übereinander mit vier Nieten verbunden werden, gegeben. Darauf wirkt eine Kraft von 30 Kilonewton und wir haben die Scherspannung der Nieten darf nicht 100 Newton pro Quadratmillimeter überschreiten. Also zu der Ausgangsstellung generell macht man das so. Wir haben jetzt hier zwei Bleche. Und die werden übereinander verbunden. Das heißt, man könnte jetzt eine Skizze so machen. So, und hier sind diese Nieten. So, ich mache mal nochmal die Draufsicht, damit das noch deutlicher wird. So ungefähr. Und hier kommen dann diese Nieten hin. Haben wir jeweils vier Stück. Gut, aus der Aufgabenstellung geht hervor, dass diese Nieten auf Scherung quasi beansprucht wird. Und was bedeutet Scherung ist folgendermaßen, man zieht an den Blechen, kann man sich so vorstellen, man zieht entweder in dieser Richtung oder in dieser Richtung. Oder man kann auch gleichzeitig nach links und nach rechts ziehen, aber man zieht quasi mit einer Kraft von 30 Kilonewton. Das heißt, die Scherung, die entsteht dann hier so. Und jetzt ist einfach die Frage, was müssten diese Nieten eigentlich für einen erforderlichen Durchmesser haben, damit die ja nicht brechen unter dieser Belastung? Das ist so der Knackpunkt. Und wie findet man das nun heraus? Gut, unter Stichwort Nietdurchmesser werdet ihr nichts in der Formel, in dem Stichwörterverzeichnis finden. Aber euch muss Durchmesser bekannt vorkommen. Und zwar Durchmesser führt euch auch leider im Stichwörterverzeichnis zu nichts. Ihr müsst da tatsächlich unter Stichwort Kreis mal schauen. Das führt euch zu dieser Formel hier und so kann man den Durchmesser berechnen mit Hilfe von dieser Formel. Das heißt, wir wollen ja den Durchmesser berechnen und das macht man mit 4 mal a durch Pi. Also benötigen wir jetzt hier eine Fläche. Also wir müssen herausfinden, was für eine Fläche muss ja eigentlich so eine Niete quasi von diesen vier haben, damit die nicht bricht. Wie findet man das jetzt heraus? Naja, wir müssen die Aufgabenstellung genauer lesen und dort gibt es andere Stichwörter, die uns zu der nächsten Formel führt, die uns die Fläche gibt. Und zwar folgendermaßen, wenn ihr unter Stichwort Kraft schaut, das wäre jetzt so ein Stichwort, was man machen könnte. Leider ist das nicht so gut. Zu Kraft gibt es verschiedene Formeln. Aber es gibt noch ein viel besseres Stichwort, das euch zu der richtigen Formel führt, und zwar, wenn ihr das hier liest, Scherspannung. Unter Scherspannung werdet ihr nichts finden, aber eher unter Scherung. Besser gesagt, unter Scherung quasi. Das führt euch dann hier zu dieser Hauptformel, und siehe da, dieses Stichwort hat uns zu dieser Hauptformel geführt. TA steht für die Scherspannung. Das haben wir ja gegeben. Die Scherspannung darf nicht das hier überschreiten. Wir haben ja auch die Kraft gegeben mit 30 Kilonewton. Und S wäre ja quasi die Querschnittsfläche, steht bei euch in der Formelsammlung. Und das ist ja auch automatisch dann unsere Fläche, die wir ja hier brauchen. Das ist ja auch die Fläche. Also können wir jetzt hier diese Formel nehmen. Stichwort Scherung hat uns zu dieser Formel geführt. Gesucht ist da ja dann quasi die Fläche. Somit tauschen wir, also wenn etwas unter dem Bruchstrich gesucht wird, dann wenden wir ja diesen Trick an mit Plätze tauschen. Das heißt, S wäre Kraft durch die Scherspannung. Nun dürfen wir nicht zu schnell sein. Und zwar, was setzen wir hier für eine Kraft ein? Ich würde ungern die 30.000 einsetzen, denn ihr müsst bedenken, wir suchen den Nietdurchmesser einer einzigen davon und nicht von allen vieren. Das heißt, was für eine Kraft wirkt eigentlich auf nur einer dieser? Denn die 30.000 wirken ja auf alle vier, aber wir wollen ja nur eine haben. Somit finden wir heraus, F von einer Niete wäre jetzt hier zum Beispiel die 30.000 Newton geteilt durch 4. Dann ist das 7.500 Newton. Das ist quasi die Kraft, die eine Niete davon eigentlich aushalten müsste in dem Fall, weil wir ja vier Stück davon haben. Somit 7.500 teilen wir durch die 100 Newton pro Millimeter Quadrat. Und Newton kürze ich und dann kriegen wir 75 Quadratmillimeter heraus. Bedeutet, so eine Niete muss quasi 75 Quadratmillimeter groß sein, damit das quasi funktioniert.
Denn dann würde sie 7500 Newton aushalten und das wäre alles gut. Jetzt können wir diesen Wert hier oben einsetzen. Man kann ja auch hier daneben hinschreiben, S ist auch gleich A. Dann die Wurzel aus 4 mal 75 mm Quadrat geteilt durch Pi. Also, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben, schauen wir mal nach, was dabei herauskommt. Also 4 mal die 75 geteilt durch Pi. So 9,77. Falls sich der eine oder andere wundert, wieso es eigentlich Millimeter hierbei rauskommt. Generell haben wir ja hier als Einheit Quadratmillimeter und davor soll ja die Wurzel gezogen werden. Die Wurzel reduziert eine Hochzahl, kann man sich merken. Und aus der 2 wird dann ja eine 1. Somit haben wir hier 9,77 Millimeter. Die 1 spart man sich hier, die schreibt man nicht mehr. Ja, ich hoffe, es ist verständlich. Jetzt nochmal zu der Aufgabenstellung quasi. Wie groß muss jetzt eine Niete sein? Naja, 9,77 und generell gibt es ja eigentlich nicht ungerade Nietendurchmesser, sondern es muss quasi ein 10er Durchmesser sein. Also, wenn eine Kraft von 30 kN auf diese beiden Bleche ziehen, dann muss eine Niete einen Durchmesser von 10 mm haben, damit die nicht bricht. Die muss quasi 9,77 sein oder größer, damit die auf keinen Fall bricht. Darunter würde die dann brechen. Das ist die Aussage davon. Ich hoffe, es war verständlich. Ich bedanke mich weiterhin fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.